Ich glaube, dass wir uns alle freuen. Uli Hoeneß ist einfach gehört zum FC Bayern. Und jetzt zuletzt habe ich jetzt nicht so viel mitbekommen, weil ich mehr mich aufs Training konzentriert habe. Aber wie gesagt, es ist eine tolle Nachricht und wir freuen uns alle drauf. Es ist absolut positiv für den FC Bayern. Er hat die Liebe für den Fußball. Er denkt, auch wenn er natürlich erstmal FC Bayern ist, denkt er trotzdem auch an das Große, an die große Vertretung des Fußballs. Und insofern würde ich mir natürlich wünschen, dass er natürlich im deutschen Fußball weiterhin auch eine wichtige Rolle spielt. Uli Hoeneß wird natürlich als Persönlichkeit im Fußball wieder sehr, sehr gut tun. Er ist, glaube ich, eine Bereicherung. Ich glaube auch, dass er eben ein Stück weit anders zurückkommen wird. So wie ich Uli einschätze, glaube ich und wünsche ich auch, dass er wieder auf eine Position im Verein zurückkehrt. Uli könnte auch diesen Verein auch wieder repräsentieren. Er hat das jetzt für sich entschieden, dass er das nochmal machen möchte. Das war zu erwarten, kommt ja nicht überraschend. Dementsprechend wünschen wir ihm alles Gute. Er wird herzlich willkommen sein bei den Mitgliedern beim ganzen FC Bayern. Und da müssen wir ihm gemeinsam anschieben, dass wir am Ende des Tages diese Erfolgsstory, die wir in den letzten Jahren hatten, eben auch weiterhin erfolgreich läuft. Sicherlich wird er seine forsche Art nicht verloren haben. Dass er bestimmte Dinge auch in seiner Abwesenheit eben dazugelernt hat, da gehe ich mal von aus. Und auf der anderen Seite denke ich, dass der FC Bayern so eine Kapazität wie ihn eben auch immer gebrauchen kann.